So wenig? Das lohnt sich ja nicht wirklich. I know all. I am my own beginning, my own ending. I was here before your sun burned hot, and I will be here long after. Seekers in search of a question. Shapers creating a dream. Explorers who believed a universe was too small. The one known as Myril Paris finds her future in the time before her time. She is the Kuvah Maw. Her people follow her footsteps before she has her presence in her past alters the river of time. Those who took the Kuvah Maw are conquering before the warriors arrive. They have brought the weapons of your world to a time that will be helpless. Bring the future to the past or lose the present. You will need your vessel to face the challenges ahead. In her past alters the river of time. Those who took the Kuvah Maw are conquering before the warriors arrive. Bring the future. Bring the future to the past. Am I to understand Bavat entered the Guardian portal with Lieutenant Paris? That's very disconcerting news. I am contacting Starfleet Intelligence to see what our next move should be. For now, take no further action with the Guardian. That is an order. Congratulations, Commander. Ich krieg ein neues kostenloses Schiff. Juhu! Halt mal, was wurde mir dann gesagt? Welches Escort-Schiff oder ein Raider-Schiff soll ich nehmen? Ja, ich werde wahrscheinlich auch. Ich werde auch Escort nehmen. Schiff anfordern, da haben wir es. Es ist K3, glaube ich, ne? Mann, sieht so scheiße aus. Ich mag das Schiff nicht. Guck ich mir gleich mal an. Nagasaki, nee, so nenne ich das bestimmt nicht. Hey, du bist echt ein Arsch! Nein, Voyager nenne ich es auch nicht. Nee, besser. USS Katana. USS Katana. So, ich muss mal nachgucken, was die K4 dann bringt. Weil wenn du sagst, das Kortschiff K4 sieht scheiße aus. Oh Gott, nee!
Ja. Voll und ganz. Wie sieht es bei K5 aus? Bitte nicht so beschissen. Das Schiff sieht nicht so schlecht aus. Aquarius-Zerstörer. Also wenn ich das später wählen kann, nehme ich das. Und ein K6-Schiff kriegt man ja auch noch. K6-Schiff kriegt man bestimmt auch noch, oder? Denke ich auch. K5. Und du hast recht, das neue Schiff sieht total scheiße aus. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da echt ein Escort-Schiff nehmen sollte. Dann bin ich, glaube ich, eher ein Zerstörer. Ja. I've spoken with Starfleet Intelligence. Listen carefully. Auch wenn es nicht für mich geeignet ist, aber ich achte schon ein bisschen auf das Aussehen. Es tut schon weh, wenn ich sowas sehe. Das sieht aus für mich wie ein Horror. Wie ein totaler Horror-Shit. Hi, ist es? Hi, du hast eine Macke. So, ich werde jetzt alles nur noch auf Taktik machen. Die ganze Zeit nur auf Taktik gehen. Bodenfertigkeiten. Das ist egal, was ich nehme. Da kann ich aussuchen, was ich nehme. Von dir erschossen worden? Ach stimmt, ich habe ja neue Eigenschaften, kann ich hier noch ausrüsten. Was nehme ich denn diesmal? Giftschaden? Nee. Physischer Widerstand? Nee. Granaten können? Nein. Nein. Widerstand gegen Rückschaden? Nein, auch nicht. Kitbereitschaft? Nee. Pistolenschaden? Gewehrschaden? Nee. Was ist ja alles Müll? Machen wir das da. Was machen wir hier? Ich bin gleich Idiot. Was willst du abbrechen? Ah, ich dachte, du wolltest dich abbrechen. Tu mich auch, tu mich auch, tu mich auch. Ich mach hintere Photonentorpedos. Ich habe einen zusätzlichen Offiziersplatz.
Wen kann ich denn dafür nehmen? Immer technisch mit. Wie kann ich jemanden aufrüsten eigentlich? Ah, okay, verstehe. Leutnant Commander jetzt. Ich glaube, das soll die alle befördern, ne? Kommandant, leck mich im Arsch, finde ich gut. Okay, das ist nicht schlecht. Was habe ich mehr? Da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Ja gut, ist nicht schlimm. Ich muss sowieso erstmal wieder was machen. Ich muss erstmal ein neues Schiff auswählen. USS Katana. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Das Schiff gefällt mir. So, ausgerüstet. Ah, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh, erzähl mir nicht, was man alles haben kann oder haben willst, ey. Da krieg ich echt eine Macke bei. Ja, schon wieder ein neues Venus. Wenn du willst, kannst du ja mitmachen. Geht mir gleich weiter mit der nächsten Mission. Ich meine, der sieht aus wie König Neptun. Ein Disruptor-Automatikgewehr. Brauche ich nicht. Ein Disruptor in der Def. Ach, lutsch mir ein. Ey, du Alte, du kriegst eine neue Knarre. Gebunden an Account oder Charakter gebunden? Das freue ich mich gerade. Dachte ich mir doch. Halt mal, 104 SPS hat die. Was ist noch ein Disruptor? Ich glaube, das war doch ein Strohgewehr, ne? Oder irre ich mich gerade? Gut, dann weiß ich schon, weswegen ich es nicht haben wollte.